Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu The Rogue, Prince of Persia. Ich nehme euch mit auf eine genussvolle Reise in die Welt der Roguelikes. Ich meine, was gibt es besser als die Leute oder zumindest die Hälfte der Leute, die Dead Cells gemacht haben und eine IP, die ich absolut liebe seit meiner Kindheit, nämlich Prince of Persia. Das Ganze gibt es aktuell im Early Access seit heute. Es ist noch nicht verfügbar auf Deutsch, aber es ist ein Roguelike. Ich denke, es wird nicht zu viel Texte geben und wenn, dann werde ich sie für euch übersetzen. Ganz, ganz, ganz viel Spaß und lasst uns starten. Wir alle haben Legenden von dem Prinzen von Persien gehört. Der Held des Volkes, ein stolzer Krieger, Befreier, unsterblich. Aber nur ganz, ganz wenige erinnern sich an den Krieg, den er unwissentlich ausgelöst hat. Nachdem er den Zorn der Hunnen auf sich gezogen hat. Der Prinz fand sich selber in einer schwierigen Situation wieder. Er hatte keine Kraft, um gegen die Magie der Schamanen zu bestehen. 3 Tage später ist er aufgewacht. Seine Bola, ne, dieser Schal, den er dabei hat, hing um seinen Hals. Das ist die Legende, von der ich euch heute erzähle. Evil Empire. Ubisoft. Oh, ich bin so aufgeregt. Echt ein Roguelike, auf das ich mich Ewigkeiten gefreut habe. Okay, keine Zeit zu verschwenden. Ich muss die Hunnen aufhalten, bevor sie die Tore der Stadt erreichen. Ich werde übrigens nicht wortwörtlich übersetzen, sondern ein bisschen lose, denn you never know, wie viel Text es gibt. Okay, wir können. Ich drücke X. Okay, dann können wir wahrscheinlich dreimal mit unserem Bogen schießen. Ja. Okay, es lädt sich nicht auf. Wir können springen. Können wir. Oh, wir können schon die Wand hochrennen. Krass. Okay, wir haben aber keinen Doppelsprung. Lasst uns sehen. Okay, klassisches Tutorial. Ich spiele natürlich mit Mauspad. Yay. Und ich spiele es blind. Es ist vor einer halben Stunde rausgekommen. Ich habe es sofort installiert und losgespielt. Der Wall Run. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Es ist auch geil, dass man so eine kleine Sekunde in der Luft stehen bleiben kann. Das fühlt sich schon mal ziemlich gut an. Können wir sowas machen? Nee, es geht nicht. Okay. Vorne, also hoch geht's nicht. Oh Gott, so viel Rauch. Aha, ich bin zu spät. Die Hunden greifen mittlerweile die Stadt an. Was habe ich nur getan? Oh, ich hoffe, alle können fliehen. Das werden wir sehen. Guckt euch diesen Arzt an. Okay. Ja, okay, das haben wir ja schon rausgefunden. Wenn wir gedrückt halten. Machen wir es. Oh, der Stunt der Special Attack. Mal sehen, wie weit der geht. Weit genug auf jeden Fall. Use Tool. Ah, ich habe zweimal geschossen, weil ich natürlich es nicht abwarten konnte. Ah, ich dachte erst, es wäre ein Seil, aber es ist aus Holz. Okay, es gibt da ein Schwert oder Double Dagger. Die haben wir equipped. Okay, ich würde erstmal beim Double Dagger bleiben. Wir können hin und her tauschen wahrscheinlich. Ja, ich zeig's euch mal. Die Double Dagger haben Stunning. Okay, wenn wir weniger als 50% Headspunkte haben. Ich mag Double Dagger und schnelle Waffen. Okay, wenn wir B drücken,
Dann können wir sozusagen über den Gegner springen. Können wir hier gleich mal ausprobieren. Es ist schon... Oh. Nicht geil. Es ist schon geil gemacht, dieses... Es fühlt sich sofort sehr nach so Prince of Persia an. Was war das? Nee. Ich habe gleich vergessen, wie der Wall Run ging. Ah, LT. Ich habe RT gedrückt. Okay. Ja. Ah, halt. Halte durch. Ich bring dich hier raus. Mein Prinz. Ha. Zumindest ihr seid hier. Nur ihr könnt Persien retten. Bleib bei mir. Ich werde dich in Sicherheit bringen. Ich werde dich retten. Dich und jeden anderen Persiaten? Wie nennt man denn Persian People? Die im Kampf gestorben sind. Oh, meine treue Bruder. Ich verlasse mich auf dich. Lass mich nicht. Enttäusche mich nicht, würde ich sagen. Okay. Können wir hier. Ah, wir können. Ah! Ach echt, wir können auch diese Wände hochrennen. Oh. Ja, wir heilen uns gleich. Wir können auch jemanden zurückstoßen, sehe ich gerade. Okay, wir sollen uns heilen. Ach, wir haben aber doch noch so viele Punkte. Nee, sorry. Wir heilen uns hier ganz bestimmt noch nicht. Springt er nicht ganz automatisch von Stopp zu Stopp, hätte ich jetzt gesagt. Was ist denn hier unten? Gar nichts, okay. Okay, dass wir jemanden treten können, haben wir... Ja, okay, ich heile mich ja schon. Sonst geht der Tooltip nicht weg, das ist sehr nervig. Wenn... Gegner an Collider stoßen, also zum Beispiel an andere Gegner oder was oder halt Gegenstände und oder so weiter, sind sie gestunt. Ist klar. Könnt ihr hier runterkommen? Okay, ja, können sie. Eure Hoheit. Halt dich an mir fest. Ich kann nicht. Was ist mit deinem Arm passiert? Die Magie der Schamanen. Halte durch. Okay. Die Hunnen. Okay, die Hunnen sind so viel mächtiger, also so viel größere Bedrohung, als wir uns gedacht haben. Okay, der hatte erst so eine Art Schild. Hier was unten? Nee. Ich warte schon auf das erste Geheimnis. Wenn man einen Gegner in ein Schild stößt, wird das Schild zerstört. Okay, das müssen wir nochmal ausprobieren. Okay, wir können ihn nicht treten, wenn er in seiner Schildanimation ist. Ich probiere hier noch ein bisschen rum, wie ihr seht. Also beschwert euch nicht, dass ich... Okay, jetzt sind wir hier. Okay, zwischen diesen können wir schnell reisen, alles klar. Können wir mal draus zoomen. Wir sehen aber noch nicht wirklich viel. Okay, man kann sich da nicht teilen. Gehen wir erst nach unten oder erst nach oben? Wir kommen mal oben. Oder auch nicht. Ah. Jetzt können wir schnell reisen, aber erstmal öffnen wir diese riesige Kiste. Okay, was finden wir? Einen. Lass mich bitte runter. Das ist ein bisschen seltsam. Okay, also ein Schwert Level 2. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Und einen Sack voll Gold.
Zack. Oh, sieht ganz geil aus, wie als würde man so in den Sand springen. Können wir eigentlich... Was ist diese... Die Taste macht gar nichts, okay. Hm. Das war nicht das, was ich machen sollte. Runter und A. Ah, okay. Das, ich dachte, ich hätte runter und A gedrückt, aber egal. Nochmal. Okay, es muss am Höhepunkt sein. Die können auch Schilder zerstören, wenn wir die machen. Geil, wir sind rechtzeitig ausgewichen. Erst runter, aber erst hoch. Oh! Müssen hier echt ein bisschen mehr aufpassen. Na! Der Dodge, das ist so ein ungewöhnlicher Dodge, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade so viel Hades spiele. Aber man erwartet irgendwie so wegzusliden und dann... Ja, wir müssen das einfach öfters einsetzen. Mhm. Okay, das war gut. Aber das macht es, ja, langsam, so langsam werde ich ein bisschen wärmer damit. Ja, das haben wir auch schon mal getestet, okay. Wir wollen wie immer sehr viel Gold einsammeln. Wenn es möglich ist, immer Gold mitnehmen. Kann man hier sehen, das sieht man auf dieser verpixelten Map nicht ganz so gut, ob man was vergessen hat, wisst ihr? Das geht ja auch bei Dead Cells. Wer Dead Cells gespielt hat, weiß, was ich meine. Jetzt finden wir wieder einen Burger, okay. Unser Held, du musst hier weg. Wir müssen dir Medizin besorgen. Was wir wirklich brauchen, ist, ihren König zu töten. Wir müssen erst deine Wunden versorgen. Du musst sie zerstören. Das Böse, was hier sich verteilt. Soldat, kannst du mich noch hören? Okay, er hat recht. Es ist, gibt keinen Grund, hier herumzulungern. Was macht das? Ah! Wann lädt sich der Bogen immer auf? Wenn wir hier... Nee, lädt er sich nach einer Zeit auf? Ich habe es noch nicht so ganz gesehen. Okay, wir haben jetzt die Ruinen erreicht. Die Animationen sind schon so... okay, sehr on point. Ich habe gesehen, dass die FPS im Ladescreen eingebrochen sind auf 7. Das heißt, kann sein, dass es gerade in dem Ladescreen geleckt hat, aber im Endeffekt läuft das ganze Spiel über super smooth. Vergesst nicht, das ist im Early Access. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Bugs finden. Es werden Dinge total unbalanced vielleicht sein. Vielleicht finden wir Dinge, die wir verbessern können gemeinsam. Ja, nun, da du die Tore der Stadt erreicht hast, guckt sich der Prinz das Ausmaß der Zerstörung an. Die Hunnen hatten in weniger als 3 Tagen die komplette Stadt eingenommen. Okay, wir sind jetzt im Aquädukt. Wir können uns am Brunnen heilen. Ich frage mich, ob wir schwimmen können. Die Animationen sind so geil. Wir sehen hier natürlich noch nicht viel, außer dass es hier links hoch geht, aber das
ich mir schon gedacht, aber vielleicht, wenn man da gesprungen wäre rechtzeitig. Oder es Backtracking. Okay, bevor wir... Kommen wir da nicht hoch? Ja, wir können aber nicht die Wände zweimal hoch rein. Was wir machen können ist... Ah, nee, wir dürfen auf dem Ding nicht springen. Geil. The Rogue Prince of Persia. Alter. Das Spiel sieht schon richtig geil aus. Guckt euch den Hintergrund an. Okay, einmal kurz überlegen. Wir warten mal, bis der da oben sich verzieht. Und, ah! Ich hab gerade ausweichen können, ey. Aber ich weiß auch, dass ich fand immer Dead Cells im Gegensatz zu Hades wirklich wesentlich schwerer. Okay. Okay, die machen so Löcher. Ja. Boah, sind hier viele. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Nein! Ui, was passiert jetzt? Passiert unsere, wie sagt man, Sand of Time Fähigkeit? Tod? Unmöglich! Ist Nebula vielleicht... Ich dachte immer, das wäre der Schal, aber vielleicht ist es diese Kette, die er hat. Die Nebula wird ihn beschützen. Sie dreht die Zeit zurück... zum letzten sicheren Ort, an dem der Prinz sich aufgehalten hat. Seine Seele ist quasi in diesem... Also seine Essenz ist in diesem Cycle gefangen. Und alles, was er halt nur tun kann, ist von neuem starten und es nochmal zu versuchen, bis er einen Weg findet, das Königreich zu beschützen. Oh, ich bin wieder bei der Oase. Und, lasst mich mal gucken, ich bin nicht verletzt. Sieht so aus, als ob meine Bruder ihr Werk brav vollendet hat. Aber sie hat mich nicht irgendwie zurück an den richtigen Ort gebracht in der Zeitlinie. Jetzt ärgern wir uns natürlich. Dann lasst mich mal einmal auf die Uhr schielen. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, okay. Wir gucken einmal, ob es... Ah! Nein! Okay, wir kriegen keinen Fallschaden. Oder nur nicht, weil... Gibt es hier noch was? Es gibt doch hier später was. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass man hier raufkommt. Und dann hier nichts ist. Ja, hier ist unser Trainingsground. Kicken müsste ich auch echt mehr machen. Naja, wir haben gerade den Controller zum ersten Mal in die Hand genommen. Schauen wir mal. Sukra, würde ich ihn mal nennen. Sukra. Ah, oh, du bist endlich wieder auf den Füßen. Du warst 3 Tage im Bett, Kind. Kleiner. Nee, wir nennen ihn mal kleiner. Ich erinnere mich an das Gespräch. Meine Bula... hat mich nicht zu dem Zeitpunkt zurückgebracht, bevor die Hunnen angegriffen haben. Ist alles okay mit dir? Du siehst ein bisschen verwirrt aus. Ich fühle mich schon besser, Sukra. Danke, dass du auf mich aufpasst und auf die Oase. Na klar doch. Du warst in einem ziemlich schlechten Zustand, als ich dich gefunden habe. Naja, ich muss... mich halt echt zusammenreißen und irgendwie eine Lösung finden für unser Problem. Ihr Anführer, ihr König, muss irgendwo im Palast sein, vermute ich. Wenn ich ihn besiegen kann, werden die Hunden höchstwahrscheinlich aufgeben. Was? Du willst mehr beißen, als du ausspucken kannst? Das ist selbst für dich ziemlich viel, Kiddo. Erinner dich doch mal an den Zustand
Oder an dem Moment, wo du ihn zum ersten Mal herausgefordert hast. Aber ich kann doch nicht einfach aufgeben, Sukra. Okay, jetzt gehen wir wieder ins Dorf. Und wir werden noch viele Male sterben. Spoiler. Okay. Oh, hier ist es so leise. Scheinbar ist jeder gegangen. Die war beim ersten Durchgang aber noch nicht da. Ich habe noch nie so eine Art von Medaillon in meinem Leben gesehen. Ich merke, dass da dem große Kraft innewohnt. Wenn ich einen Gegner trete, Spread Resin. Resin ist Harz. Richtig. Medaillons. Okay, es gibt verschiedene Medaillons. Die sind sehr stark. Und die können verschiedene Effekte auslösen, je nachdem Situation und Aktion unseres Prinzen. Okay, wir können sie in Shops kaufen und in Kisten finden. Und wir bekommen manche, wenn wir Gegner besiegen. Jetzt können wir die irgendwie zuordnen. Zack. Und jetzt haben wir es angelegt. Wo sehen wir das denn? Hier. Okay. Das ist quasi, wir könnten 4 haben, wenn wir treten. Ah. Okay. Jetzt müssen wir wohl ein paar Mal treten. Ach, hier. Okay, spannend, dass hier keine Gegner sind. Vielleicht sind die zufällig an verschiedenen Orten. Okay. Ein Sack voller Gold und ein weiteres Upgrading-Medaillons. Okay, wir können die also verbessern. Jedes Medaillon kann verbessert werden. Okay, die werden bei diesem grünen Pfeil dargestellt im Endeffekt. Du kannst sie ersetzen, natürlich miteinander. Any upgrade linked to this medallion will be destroyed. Okay, wenn ich eins ersetze, dann ist ihr Update allerdings destroyed. Okay. Ah, okay, ich könnte sie jetzt ersetzen, es sagt mir, ich kann es aber auch einfach auf einen anderen Platz machen. Wenn ich einen Gegner gegen die Umgebung schleudere, kriege ich Energiepunkte zurück. Okay, why not? Das passt ja eigentlich sehr gut mit dem anderen, was ich habe. Oh, was machen die denn da? Ganz ehrlich? Ah! Oh, das breitet sich aus. Ist ja auch geil. Ich erwarte irgendwie immer, dass ihr diese Sprungrolle macht. Die kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr Prince of Persia gespielt habt, auch aus den Teilen davor. Jetzt, also aus den 3D-Teilen. Okay. Wir könnten unser Schwert... Wir haben die Dolche gegen das bessere Schwert, gegen eine Axt, die in der Kombo nahe Gegner stunt. Oder gegen bessere Double-Decker. Ist der was? Wir probieren einfach. Ich mag zwar langsamere Waffen nicht, aber... Okay. Das ist, wenn ich langsam mache und das ist, wenn ich schneller drücke. Okay, wartet, ich muss treten. Können wir nach oben schießen? Nee. Ah, er ist gestorben vom Fallschaden, okay.
Oh, er macht das. Ah, okay. Okay, das ging nicht. Wie weit kommt er denn ran? Kommt auch nicht nach unten. Hm. Okay. Okay, alles klar. Es war mir noch nicht ganz klar, wie das funktioniert, aber egal. Wir sind ja hier, um gemeinsam zu lernen. Hehehe. Das macht schon. Hehehe. Hier unten gibt es noch mehr von. Okay, das ging nicht. Können wir eigentlich. Ja, das können wir. Okay, die kriegen dann auch immer schön drauf. Ich liebe das, dass wir die Wände in alle Richtungen hochkommen. Das ist schon super unique. Ein kleiner Markt. Was haben wir hier? Chakram. Ich frage mich halt, ob es eine Währung gibt, dass wir außerhalb der Runs uns verbessern können oder wie das Roguelike genau aufgebaut ist. Okay, das ist einfach eine Waffe, die wir werfen können. Okay, wenn sie Restore 30 Energy, Cloud of Poison oder Large Number of Heal Points. Aber uns fehlen ja gar nicht so viele. Aber wir können das mal kaufen. Ah, ist es instant? Das wollte ich wissen. Okay. Ich hätte es lieber gehabt, wir können das dann später einfach einsetzen. Aber egal. Asade. Asade. Mein Prinz? Asade? Was machst du denn hier? You didn't. Sorry. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich meine Stadt verlassen würde. Einfach so schnell. Und weil ich nicht feige bin. Was glaubt ihr denn, mein Prinz? Aber die Hunnen? Ah, ich kann mich selber verteidigen. Und das Lager der Hunnen macht mir auch keine Angst, mein Herr. Ich habe alles, was ich brauche. Du solltest trotzdem vorsichtig sein, Asade. Ich möchte beschützen, was wir aufgebaut haben. Bis zum Tod, wenn es nötig ist. Ich tue mein Bestes, dass es dazu nicht kommen wird. Hm, das Hunnenlager. Ich war da als Gefangener, bis Sokra mich befreit hat. Okay, so. Neue Location unlocked. Das Hunnencamp. Okay, das Lager der Hunde. So, was ich noch mal gucken will, ist. Yes, gibt es hier noch was? Okay, hier gab es nur das, alles klar. Das Lager der Hunde. Okay. Das ist der Shop, das. Die. Oh, das war knapp. Oh, weg da. Ich mag schon schwere Waffen, die sind schon geil. Nein, eigentlich mag ich sie nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich mag sie nicht und ich mag sie auch nicht, aber es ist manchmal sehr befriedigend. Mal hier die kaputt machen. Was? Der kann durch die Ebenen werfen? Oh. Okay. Dann holen wir uns den nächsten. Zack. Da oben sind noch welche. Hier unten geht's. Oh, es gibt so viel zu entdecken.
geht so nicht. Okay, ich dachte, wir können durchrollen und weichen dann aus, aber... So. Die finde ich schwierig ohne Bogen. Muss ich gestehen, dafür habe ich noch nicht so eine richtige Lösung. Als nächstes kommt. Okay, hier können wir uns ein bisschen heilen. Das ist nett. Das ist so eine Mysterie. Ich bin zu neugierig. Wie fies, ey, dass die... Okay. Können wir... wir wahrscheinlich zurück. Wir halten uns automatisch fest, das ist ganz geil. Das wollen wir. Nein! Ah, okay. Das funktioniert nicht so, wie ich dachte. Okay, egal. Wir kriegen die Steuerung noch perfekt raus. Ist ja nicht so, dass ich nicht. Wir haben ja eigentlich keinen Dash, ich frag mich. Nee. Wie hätten wir denn da durchgesollt? Okay, neues Equipment. Du kommst auf deiner Reise, wirst du Equipmentkisten finden. Okay. Zum Beispiel ein Blueprint. Also eine Blaupause für einen Speer. Ah, okay. Und dann kann ich das halt in meinem Camp quasi herstellen. Der ist Level 4. Special, der hat einen Special Attack. Wenn du den Speer wirfst, werden Gegner... Ah, pierces through enemies, also fliegt dadurch. Und kehrt zurück, dir zurück. Unlock jetzt. Okay. Zack. Ah, okay, es kommt zu mir zurück, alles klar. Mehr Maximum Leben. Oh, was ist runtergefallen? Spirit Glimmers. Wir brauchen die. Für Long Time Progression, sag ich. Okay, gucken wir erstmal noch, was hier ist. Es ist witzig, dass die Items so poppen. Okay, es gibt die Axt oder for every world you perform, also jeder B, ne, wenn man ausweicht, werden Dolche geworfen auf den Gegner. Das probieren wir doch gleich mal aus. Es kann übrigens sein, dass ich hier und da auch Quatsch übersetze. Das ist nämlich gar nicht, also mein Englisch ist gut, ich arbeite hier auch für eine Firma, wo sehr viel Englisch gesprochen wird, weil die Hälfte meiner Kollegen, über die Hälfte mittlerweile meiner Kollegen, nicht deutsch sind. Aber, ich will das mal mit dem... Ja, da wurden... Habt ihr gesehen? Beim Ausweichen hat er tatsächlich kleine Dolche geworfen. Können wir hier nochmal das... Ja, es geht. Nice. Man ist echt agil. Wie weit fliegt der wohl? Weit genug. Können wir den... Ne, er fliegt nur geradeaus. Okay. Erstmal den... nervigen Bombenmann. Dann den. Mal sehen, ob wir ihn treffen, wenn er ganz links ist. Nein. Ah. Okay. Das
jetzt ein bisschen experimentieren. Hier gibt es neue Waffen. Aber ich glaube, mir gefällt der Speer. Kann man... Ich teste kurz was. Wenn ich das mache, können wir das Item... Nee, man kann es nicht verkaufen oder so. Ist klar. Man ist näher an die Stadt herangewagt. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben gestorben sind. Ich trinke mal einen Schluck. Okay. Und ich würde sagen, hier ist doch eine schöne Stelle, um einen kleinen Zwischencut zu machen. Das war die erste Folge von The Rogue Prince of Persia. Wenn ihr wissen wollt, ob ich mich jetzt besser anstelle im Aquädukt, dann schaltet gerne ein. Lasst doch gerne einen Comment da und liked die Folge, wenn es euch gefällt. Und ansonsten, Josh seht ihr in diesem Let's Play leider nicht, für die Leute, die dem Channel lange folgen. Josh ist nämlich gerade krank und verpasst sozusagen den Anfang. Und wenn wir zwei große Let's Plays zusammen aufnehmen, ist es auch immer sehr zeitintensiv. Das heißt, ich werde ein paar Folgen aufnehmen und mal gucken, wie es euch gefällt. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Bye, bye.